Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem Opening von Battles of Legends Heroes Revenge. Ja, das Set ist jetzt neu rausgekommen und was wir daraus ziehen werden, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, Battles of Legend Hero Revenge. Wir haben richtig, richtig tollen Stuff hier drin. Wir haben einmal die Kampfwespen, das ist ein neues Thema. Die finde ich relativ cool, muss ich sogar sagen. Wir haben einige allgemeine Reprints, wie zum Beispiel Törichtes Begräbnis etc. Wir haben einige Karten, die es damals nur als Common gab, wie zum Beispiel diesen Lichtstrahldrachen hier als Ultra Rare drin. Wir haben auch einige alte Reprints. Wir haben Cyberstein in Secret Rare, wir haben den fünfköpfigen Drachen in Secret Rare, sogar im alternativen Artwork, den würde ich auch unbedingt ziehen. Wir haben Helden-Support, wir haben Visionshelden, Elementarhelden und so weiter hier drin. Und was ganz, ganz toll ist, das will ich unbedingt ziehen, wir haben, ich hätte gedacht, ich werde es nie wieder erleben, dass das Support bekommt, und zwar Wenn-Schrecken-Support. Die kriegen Link-Monster, und zwar Avenschrecken-Retter. Den will ich auch unbedingt ziehen, auch wenn er nichts wert ist. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen mal das Display. So, dann... Boah, sieht das nicht geil aus. Was ich auch ganz, ganz dringend haben will, ist hier dieses Covermonster. Dieser Drachlugon oder wie er heißt. Das ist eine relativ coole Karte. Die gibt es im OCG sogar als Collector's Rare. Sehr cool. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen das erste Pack. Und wir haben Großsalamander Heiligtum, TG Bohrfisch, Elemental Stratos, sehr, sehr coole Karte. Sehr, sehr coole Karte, die können wir uns auch gleich rauslegen. Dann haben wir Schwarzer Drache Kollapsschlange. Das ist einer dieser ehemals als Common geprinteten Karten, die hier einen Holo-Print bekommen haben. Und die Secret Rare Artefakt Longinus Lanze. Das ist eine gute Secret Rare. Das ist auf jeden Fall eine gute Secret Rare, die legen wir uns auf jeden Fall raus. Erstes Pack, und wir hatten schon zwei Karten, die wir uns rauslegen können. Echt geil. Mal gucken, was uns das zweite so bringt. Wir haben Schicksalsfee Chi, Beschwörungslimit. Die goldene Münze, auch eine sehr schöne Karte von der Optik her. Unglaublich cool. Richtig schön oldschool eigentlich fast schon. Dann haben wir Schicksalsheld Dangerous, ein extrem cooler Schicksalsheld. Der ist in einem der neueren Sets als Common rausgekommen und der ist dermaßen oldschool gezeichnet. Der sieht wirklich aus wie so eine Karte aus LOB oder so. Finde ich mega nice. Legen wir uns jetzt aber mal nicht raus. Und wir haben Cybersteiner Secret Rare. Yes! Richtig nice. Die wollte ich unbedingt haben. Die wollte ich unbedingt ziehen. Also ich muss sagen, bisher ist absolut jedes Booster hervorragend. Geil. Zwei Booster, drei Karten, die wir uns rauslegen können. Was will man mehr? Weiter geht's mit dem dritten Pack. Ja, ich hatte noch extrem viele Videos, die ich schon vorgefilmt habe, beziehungsweise vorgedreht habe, die ich erst noch, wo ich noch die Bibelshots machen muss, und ach, es kommt noch so viel in nächster Zeit. Wir haben wieder den Bohrfisch. Wir haben hier Kampfwespe Balliste, das Armageddon. Sehr cool. Also diese Kampfwespen gefallen mir sehr, sehr gut. Was mir an den Kampfwespen extrem gut gefällt, ist die Tatsache, dass sich der Hintergrund stark vom Monster selbst unterscheidet. Das heißt, das vermischt sich nicht zu so einer Melange aus irgendwas. Man kann das Monster extrem gut erkennen. Die Monster sind auch relativ groß gezeichnet. Das heißt, der Hintergrund stiehlt dir nicht die Show. Das finde ich einfach vom Design her relativ cool. Wobei das jetzt nicht meine Lieblingswespe ist. Dann haben wir Raubplast. Visionsheld Gravito. Auch eine sehr coole Karte, ein geiler Visionsheld. Also diese Visionshelden, die da rauskommen, sind echt nice. Und die nächste gute Karte, Dino Wrestler Pankratops. Mega cool, das war eine 30 Cent Common, ich glaube aus, oh Gott, war es Soul Fusion? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall richtig nice, dass wir die hier bekommen haben. Sehr coole Karte, die dürfte vielleicht auch den ein oder anderen Euro gehen, die legen wir uns auch auf jeden Fall raus. Was ich auch unbedingt ziehen möchte, ist wie gesagt Ravenschrecken, Retter und halt den fünfköpfigen Drachen auf jeden Fall im alternativen Artwork.
Genau, die Schattenpuppen sind ja auch nochmal gekommen als Reprint. Wir haben Schattenpuppe Eagle. Dann haben wir eine sehr schöne Kampfwespe, und zwar Kampfwespe Twin Bow, der Angreifer. Sehr cool. Also im realen Leben hasse ich ja Wespen, ja, aber hier als Karte einfach extrem geil. Muss man einfach so sagen. Und auch der Background echt super. Das sind Karten, die sind echt episch. Einfach nur episch. Dann haben wir Lunalicht Kaleidoküken. Finde ich auch gut, dass diese ganzen aus der Dark Illusion stammenden Lunalicht-Monster quasi hier einen Holo-Reprint bekommen haben. Finde ich echt nice. Dann haben wir Schallbetäubung. Und als Secret Rare Elementarheld Neos Knight. Ja, den finde ich jetzt nicht so prickelnd. Den legen wir uns zwar nicht raus. Den gab es auch damals in Ultimate Rare aus dem Originalset. Ich glaube, Extreme Victory ist da rausgekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben wir Wiederbelebungsschwarm. Eine sehr schöne Karte. Ja, ist auch für die Kampfwespen. Dann Symbol der Freundschaft. Visionsheld Preußener, also das ist auch eine richtig coole Karte, ja. Alter Schwede, sieht die geil aus. Ich liebe diese Visionshelden, die sehen einfach so Bombe aus. Und auch diese ganzen Elementalen und auch diese ganzen Schicksalshelden und so weiter. Ich mag Helden einfach, unglaublich. Auch wenn die neueren Helden in letzter Zeit halt nicht so gut ausgesehen haben, also was heißt in letzter Zeit, früher so. So zum Beispiel sowas wie Elemental Knospe, das ist für mich einfach kein Elemental, sehen die halt einfach mega aus. Und das, Leute, Wasser des Lebens, eine richtig, richtig schöne Karte. Ja, diese Karte sieht sowas von episch aus, dass wir uns die auf jeden Fall rauslegen. Und die Secret Rare ist, oh, Visionsheld Vion, ja, der hat jetzt auch schon den einen oder anderen Reprint. Dementsprechend legen wir den jetzt mal nicht raus, aber eine coole Sache. Dann schauen wir mal weiter. Wir haben Herold des Bogenlichts, der war ja auch ein bisschen was wert. Wie es mit der aussieht, weiß ich jetzt gerade nicht. Dann haben wir die Schicksalsfee Chi. Kampfwespennest, das ist auch eine coole Karte. Finde ich auch episch vom Design her. Wächter der Ordnung. Oh Gott, das war glaube ich auch eine Karte aus. Boah, LODT, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall eine saualte Karte. Dunkles Opfer, genau, die kennen wir schon. Ach, das ist ja schon die Secret. Ach, das ist ja schon die. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall. Dunkles Opfer, Secret Rare, kennen wir. Ist ein cooles, hat ein cooles Design. Gefällt mir auch ganz gut. Dann. Ich weiß gar nicht. Gab es Dunkles Opfer eigentlich schon bei uns? Ich weiß, dass ich es mal in einem Video mit japanischen Karten gezeigt habe. Ich glaube, es war ein Spenden-Opening, aber bin mir jetzt gerade nicht sicher. Glückspfand. Dann Wille des Großsalamanders. Das ist eine schöne Karte, die legen wir uns auf jeden Fall raus. Visionsheld Witch Raider, das ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Visionshelden überhaupt. Die kam ja damals in Secret Rare auch aus so einem Only Holo Set raus. Ich weiß bloß gerade gar nicht mehr in welchem, aber in Ultra Rare sieht er auch übel geil aus. Also Witch Raider ist halt tatsächlich einer der geilsten Visionshelden überhaupt. Der könnte auch als Schicksalsheld durchgehen, muss man ganz ehrlich sagen. Dann haben wir Lunalicht Scharlachroter Fuchs und das Secret Rare Sternstaub Wunder. Weiter geht's. Boah. Ich bin halt immer ein bisschen zu spät mit meinem Opening, aber was soll's. Ich hatte ja in letzter Zeit, also ich weiß nicht, wann das Video kommt, aber bevor ich das Opening gemacht habe, hatte ich privat so ein bisschen Probleme und habe mich deswegen nicht so mit Yu-Gi-Oh! Beschäftigen können. Da ist das ein bisschen an mir vorbeigezogen. Schattenpuppe Squamata. Dann Raublast. Und dann haben wir Kampfwespe Dart der Jäger. Das ist auch eine coole, wobei ich die jetzt nicht so prickelnd finde. Aber sieht trotzdem nice aus. Ich finde, da ist das Monster vielleicht doch ein bisschen zu klein geraten im Verhältnis zum Hintergrund. Oh, Unterterror Ghoul. Dass der hier rauskam, wusste ich gar nicht. Hey, das ist ja übernice. Das war auch eine Common, glaube ich, oder eine Rare oder so. Oder vielleicht war es auch eine Super Rare, bin mir gerade nicht sicher. Aber das ist richtig, richtig geil, dass der hier rauskommt. Den legen wir uns auf jeden Fall nochmal raus. Und als Secret Rare haben wir Hochgeschwindigkeits-Roid Gummiband Schütze. Das ist, glaube ich, auch so ein OCG-Import damals gewesen. Ich glaube, der ist ja schon mal bei uns rausgekommen als Common. Und ja, jetzt haben wir hier als Secret Rare. Dann mal weiter. Ah, der Ghoul ist halt echt nice. Wir haben wieder Wiederbelebungsschwarm. Dann haben wir, oh, richtig geil, Visionsfreisetzung. Das ist eine schöne Zauberkarte. Holy moly. Sieht die geil aus. War das nicht auch ursprünglich meine Kamera? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber sieht echt Bombe aus. TG Metallskelett. Ah, TG kriegt auch Support, wusste ich gar nicht. Schattenpuppe Igel. Und die Secret ist zweiköpfiger Ärger... Was? Ärgerknöchel. Ach herrje, zweiköpfiger Ärgerknöchel. Das ist aber ein komischer Name.
Ich lege sie mal raus. Ich weiß nicht, ob sie was wert ist. Ich finde sie vom Design eigentlich relativ cool. Deswegen lege ich sie einfach mal raus. Wir machen weiter mit dem nächsten Pack. Aber mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Die Karte ist mir vollkommen unbekannt. Es gibt hier drin auch eine Pendelkarte, die will ich auch unbedingt haben. So ist da auch eine Secret. Irgendwie ein alläugiger Pendeldrache oder wie der heißt. Oh Gott. Inakzeptables Ergebnis. Dann, oh, sehr cool. Visionsheld Multiple Guy. Die Karte finde ich halt vom Design richtig geil. Deswegen legen wir die raus. Die legen wir nur raus, weil ich sie vom Design einfach cool finde. Unglaublich nice. Dann haben wir nochmal den Dangerous. Dann haben wir nochmal die Schallbetäubung. Und die Secret ist Harpien Dirigenten. Ja, unglaublich cooles Artwork. Natürlich bei uns zensiert. Diese ganzen dunkellilanen Partien am Körper sind normalerweise Hautfarben. Richtig nice. Also die legen wir uns auch raus, weil sie einfach vom Design her cool ist. Wir legen jetzt nicht nur Karten raus, die wertvoll sind, sondern halt auch Karten, die einfach cool aussehen. Aber nice, muss ich schon sagen. Ich würde mal gerne ein paar der neuen Xyz-Monster vor allen Dingen haben. Lebkuchenhaus, okay, du kannte ich auch nicht die Karte. Wusste ich nicht, dass die hier rauskommt. Lebkuchenhaus ist auch cool. Sieht auch aus wie so eine Oldschool-Karte. Richtig nice. Die hätte so auch in Battles of Legend oder so rauskommen können, speziell mit dem Hintergrund hier. Nice. Lebkuchenhaus ist ja cool. Dann haben wir Schwarm herbeirufen. Kampfwespe Azusa, der Geisterbogen. Richtig coole Karte, sieht mega nice aus. Erinnert aber auch irgendwie so ein bisschen an so alte TG-Karten. So, der finde ich jetzt speziell auch, weil es halt einfach ein Synchromonster ist. Dann haben wir nochmal Wille des Großsalamanders. Die legen wir natürlich raus. Und die Secret ist, jawohl, Abendschrecken Retter. Ja moin, diese Karte sieht so unglaublich geil aus, Leute. Schaut euch dieses Artwork an. Es ist unglaublich. Wir haben ihn gezogen, genau den wollte ich haben. Arwen Schreckenretter, den legen wir uns auf jeden Fall raus. Das muss ein paar Cent wert, macht euch da keine Hoffnung. Aber der ist einfach sowas von unglaublich geil. Wahnsinn. Den kann ich gerne noch ein zweites Mal ziehen. Dann haben wir Weißer Drache Lindwurmstrahl, den können wir uns immer rauslegen. Der ist auch ganz gut, ist auch einer von denen, die eigentlich nur als Common geprintet wurden am Anfang. Dann haben wir Kampfwespe Arbaleste das Dauerfeuer. Richtig coole Karte, gefällt mir auch sehr gut im Hintergrund und so. Mega nice. Dann haben wir Artefakt Sense, das war damals auch ein Ultra Rare Sneak Promo, ich glaube im Pack selber war es eine Super Rare oder so. Dementsprechend vielleicht ein bisschen schade, dass die hier ein Ultra Rare Reprint bekommen hätte oder hat. An sich aber auch eine coole Karte, die wir mal rauslegen. Dann haben wir nochmal Poisoner und als Secret Rare haben wir den alläugigen Phantomdrachen, genau die Karte wollte ich auch haben. Ist das nicht die einzige Pendelkarte, die hier drin ist? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber es ist zumindest die einzige Pendelkarte, von der ich wusste, dass hier drin ist. Richtig, richtig geil. Alter Schwede, sieht diese Karte nice aus. Schaut euch dieses Artwork an. Alter Schwede. Richtig geil. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon total zufrieden so. Ich ziehe einfach alles, was ich mir so vorstelle gerade. Es fehlen natürlich noch ein paar Sachen, aber wir haben ja gerade erstmal die Hälfte rum. Wir haben Großsalamander Heiligtum. Dann haben wir hier Törichtes Begräbnis, auch cool. Das ist ein schöner Reprint, lege ich auch mal raus. Dann haben wir Inakzeptables Ergebnis, nochmal die Kampfwespe. Und wir haben Kampfwespe Hammer der Eroberungsbogen. Auch eine schöne Secret Rare, sieht auch cool aus. Gefällt mir sogar noch besser als der Geisterbogen vom Aussehen her. Richtig nice. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Pack. Wir haben Lunalicht Scharlachroter Fuchs. Dann haben wir Schicksalsfee N. Schattenpuppe Ungeheuer. Dann, oh ja genau, Gimmick hat auch Support bekommen. Die Gimmick Marionette Chimäre. Also Gimmick Marionetten finde ich ja generell geil. Nur ich finde halt, dass das Gold Secret so ein bisschen geschadet hat damals. Aber so als Super oder Ultra Rare sind sie geil aus. Und Gimmick Marionette Chimäre sieht halt unglaublich cool aus. Muss man einfach so sagen. Boah, ist die Karte geil. Die legen wir uns raus. Und das Secret Rare haben wir. Jawohl, Nummer 97, Drach Lubion. Zwei Karten, die einfach übergeil sind, Alter. Übergeil. Alter Vater. Die ist auf jeden Fall auf dem Cover drauf. Richtig geil. Unsere erste Xyz-Karte, die wir gezogen haben. Es gibt aber noch mehr, die ich ziehen möchte. Ich möchte eigentlich fast jede Xyz-Karte aus dem Set ziehen, weil die einfach alle geil sind. Mega schön. Schaut euch das mal an, Leute. Und die gibt es in Japan auch in Collectors Rare. Die werde ich mir auch noch irgendwie organisieren müssen.
Wie ihr schon mitbekommen habt, ist mein Händler bedauerlicherweise ausgestorben. Oh, cool, guckt euch das mal an. Nummer 60, Dugaris, der Zeitlose. Richtig nice. Haben wir gleich die erste Karte, die wir rauslegen. Mein Händler ist bedauerlicherweise ausgestiegen. Ne, das wisst ihr ja, der zieht sich so ein bisschen zurück, macht das nur noch im privaten Umfang. Ab und zu kaufe ich bei ihm auch noch, aber das ist wohl doch ein bisschen eingeschlafen. Jetzt brauche ich wieder einen neuen OCG-Händler, da muss ich mal schauen. Dann haben wir Visionsheld Minimum Pay. Sieht auch geil aus. Dann haben wir wieder Schwarm herbeirufen. Dann haben wir Kampfwespe, Hellebarde, der Sturmangriff. Sieht auch extrem geil aus, die Karte. Also die Kampfwespen gefallen mir unglaublich gut. Und das Secret haben wir TG Zahnrad-Zombie. Ja, da haben wir wohl meine Lieblings-TG-Karte. Diese Karte sieht halt einfach unglaublich geil aus. Ja, muss man einfach sagen, die legen wir uns auch raus, weil die ist einfach brutal, die Karte. Ja, die finde ich mega nice. Das ist bisher das schönste TG-Monster, das rausgekommen ist, meiner Meinung nach. Weil ihr wisst ja, ich stehe ja so auf Zombie und Dark und whatever. Dann haben wir Schicksalsfee N, Schattenpuppe Falco, Schicksalsfee Hu, Erscheinung und als Secret haben wir Schicksalsfee Hikari. Alter, guckt euch das mal an. Dieses Gold. Heftig, einfach heftig. Die Karte in Secret Rare zu drucken war eine gute Idee, Leute. Muss man ganz ehrlich sagen. Alter, ist das heftig. Schicksalsfee Hikari. Also die legen wir uns auch mal raus, einfach weil der Effekt so Bombe ist. Dann, nächstes Pack. Wir haben Schattenpuppe Ungeheuer. Visionsheld Trinity, der ist tatsächlich nicht neu, das ist ein Reprint. Dann Kampfwespe Pin, der Volltreffer. Ja gut, die finde ich jetzt nicht so nice. Dann haben wir wieder den Tin Bow, der Angreifer. Und richtig nice, Visionsfusion. Richtig geile Karte. Ja, diese Karte ist sowas von hart. Ja, ohne Witz, die schaut so geil aus. Alter, die legen wir uns auch raus. Die Karte ist einfach Bombe. Nächstes Pack. Es gibt ja auch Sky Striker Support. Das wäre natürlich auch cool. Wahrscheinlich auch hier. Die dürften ein bisschen was wert sein. Das sind zwar nur Reprints, aber relativ teure Reprints, schätze ich mal. Kampfwespe Nest. Dann wieder Falco. Dann Schicksalsfee Sui. Schattenpuppe Skumata. Und als Secret Rare Visionsheld Ferris. Ja, der sieht auch mega nice aus. Ich denke mal, den legen wir uns raus. Der wird zwar auch nicht viel wert sein, aber der sieht einfach Bombe aus. So, nächstes Pack. Was ich jetzt ein bisschen vermisse, ist zum einen immer noch der fünfköpfige Drache, der Fünfgötterdrache. Und tatsächlich die ganzen Xyz-Monster. Da gibt es ja noch mehr. Kampfwespe Pinder Volltreffer. Dann, oh ja, Drachoneko Niederseelendrache. Die kam damals im PGLD raus und ich glaube, die hatte seitdem keinen Reprint mehr. Das dürfte jetzt quasi ihr erster sein. Sieht aber auch mega nice aus und besser als in Gold Secret. Dann haben wir nochmal Minimum Ray. Goldene Münze. Und als Secret Rare Ipiria. Richtig cool. Ja, die Karte wollte ich auch haben. Die sieht nice aus. Ist ein schönes Reptilienmonster. Einfach nice mit zwei Sternen. 500, 500. Das sieht einfach cool aus. Ja, ist einfach was fürs Auge. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ja. Viele Packs haben wir leider nicht mehr. Ein paar Sachen würde ich mir noch wünschen. Ich bin im Prinzip zwar schon zufrieden, aber trotzdem so die ein oder andere Sache wäre halt noch toll. Wir haben Visionsheld Trinity. Wir haben nochmal einen Stratos. Richtig cool. Dann haben wir Kampfwespe, Hellebarde, der Sturmangriff. Oh, dann hier auch cool. Kampfwespe, Stachel, das Toxin. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingskampfwespen auch. Und als Secret Rare haben wir den fünfköpfigen Drachen. Ja moin. Alter, ist das geil. Genau so wollte ich das haben. Jetzt haben wir den auch noch. Jetzt fehlen eigentlich bloß noch ein oder zwei Xyz-Monster. Und dann haben wir alles aus dem Set, was wir ziehen wollten. Beziehungsweise ich alles aus dem Set, was ich ziehen wollte. Und ja. Einfach krass. Also das Display, das gefällt mir. Ohne Witz, das gefällt mir einfach richtig gut. Wir haben Erscheinung. Dann haben wir Artefakt Sense. TG Metallskelett. Wunderstern. Und das Secret haben wir Nummer 39 Utopia Kaiser. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass der hier rauskommt. Also das ist der erste Print dieser Karte in einem normalen Set. Das war vorher eine Preiskarte, die habe ich auch hier zu liegen. Und jetzt haben wir ihn offensichtlich mal so bekommen. Auch nice. Sieht in Secret Rare tatsächlich sogar besser aus als die Super Rare Preiskarte, muss man ganz einfach sagen. Richtig nice, den legen wir uns auf jeden Fall raus.
drittletztes Pack. Ich bin gespannt, was uns noch erwartet in den letzten drei Packs. Oh, nochmal eine Gimmick, mal eine nette Chimärenpuppe. Sehr cool. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Dann haben wir Schicksalsfee Anne. Oh, genau, die wollte ich auch noch haben. Nummer 26, Raumstraßen-Oktopus. Sieht auch mega nice aus, die Karte. Die legen wir uns jetzt aber mal nicht raus. Dann Schicksalsfee Sui. Oh, genau, den wollte ich auch noch haben. Schwarz glänzender Soldat, Soldat des Chaos. Alter, ist diese Karte krass. Also das ist nach dem Original schwarzglänzenden Soldaten und nach dem schwarzglänzenden Soldaten Gesandter der Abenddämmerung der geilste BLS, der jemals rauskam. Also ich muss sagen, unglaublich cool. Schaut euch das an. Ich kann mir vorstellen, dass der auch den einen oder anderen Euro geht. Ich weiß es zwar nicht, aber Alter, ist diese Karte heftig. Weiter geht's. Alter, wir haben einen echt gezogenen, schwarzglänzenden Soldaten. Wie nice ist das denn? Wir haben Elementarheld, absoluter Nullpunkt. Der war auch mal einiges wert früher. Dann haben wir Wunderstein. Visionsheld, Multiple Guy. Den können wir uns auch mal rauslegen. Dann haben wir gleich nochmal den weißen Drachen Lindwurmstrahl, den wir uns auch gleich nochmal rauslegen können. Und die Secret Rare ist... Jawohl, Himmelsjäger Mech, Witwenanker. Coole Sache, das ist einer der beiden Secret Rares, die hier von den Sky Strikern auch in Secret Rares, gereprintet wurden, die man hier rausziehen kann, die auch wahrscheinlich was gehen. Die kamen ja damals, glaube ich, in Dark Saviors raus, da waren die richtig wertvoll, die gingen, glaube ich, damals 18 Euro und die andere Karte noch mehr. Beide nochmal in derselben Rarität drin. Das wird natürlich den Wert des Originals ein bisschen schmälern, aber trotzdem dürften die hier den ein oder anderen Euro wert sein. Und wir haben jetzt das letzte Pack und schauen, was uns hier erwartet. Wir haben Visionsheld Witch Raider, Lunalicht Kaleidoküken, dann haben wir nochmal Schwarzer Drache Kollapschlange, nochmal die Kampfwespe Azusa der Geisterbogen und die Secret ist, schauen wir mal. Es ist eine Zauberkarte. Es könnte die Sky Striker Karte sein. Und ja, es ist eine Sky Striker Karte. Und ja, jawohl, es ist Himmelsjäger Mobilisierung. Angriff. Alter, genau das ist die Karte, die ich meine. Die teuerste Karte aus Dark Saviors. Wir haben super gezogen, Leute. Wir haben echt geil gezogen. Ich bin absolut zufrieden. Ich muss mich jetzt echt mal hinsetzen und gucken, was wir hier eigentlich an Money gezogen haben. Ich denke mal, ein Recap brauchen wir an dieser Stelle nicht. Wir haben gesehen, was wir gezogen haben. Das Geilste liegt vor uns. Und ja, also ich bin richtig, richtig happy. Ihr könnt mir ja mal eure Einschätzung geben, habe ich hier Minus gemacht oder nicht. Ich habe natürlich die üblichen 50 Euro whatever bezahlt. Mit Versand waren es, glaube ich, 60 Euro. Und ja. Das soll es gewesen sein, liebe Freunde. Wir sehen uns zu einem weiteren Opening und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.